Armutsfalle, Inflation. In der Türkei kommen viele Menschen nicht mehr über die Runden. Die türkische Währung, Lira, ist durch eine Inflation von mehr als 21% stark entwertet. Die türkische Notenbank senkt den Leitzins trotzdem weiter, auch an diesem Donnerstag. So sieht es Präsident Erdogan auch gern. Sein Vorschlag zur Entlastung nun, den Mindestlohn deutlich anheben und die Steuern auf eben diesen aufheben. Dass das die Lösung ist, bezweifeln allerdings viele Wirtschaftswissenschaftler. Und auch bei vielen Türkinnen und Türken wächst Wut und auch die Verzweiflung. Wenn Hayriye Çelik für ihre Familie kocht, gibt es Eier und Tomaten. Für mehr reicht das Geld nicht. Und manchmal reicht es nicht mal dafür. Wir müssen sogar beim Brot sparen, weil es so teuer geworden ist. Manchmal gehe ich hungrig ins Bett. Ich verzichte aufs Essen, damit wenigstens meine Kinder satt werden. Die Çeliks leben von knapp 3000 Lira, die Hayriyes Mann Mehmet im Monat verdient. Umgerechnet etwa 180 Euro. Das war nie genug für eine vierköpfige Familie. Inzwischen ist es zu wenig zum Leben. Die Preise für Lebensmittel, aber auch für Strom, Heizung, Wasser sind so stark gestiegen, dass Hayriye die Rechnungen über den Kopf wachsen. Ich habe überall Schulden. Am Ende des Monats bleibt uns nichts mehr übrig. Vielen geht es inzwischen wie Hayriye Çelik. Die dramatisch steigende Inflation lässt Einkommen und Ersparnisse zusammenschrumpfen. Die Lira hat seit Jahresbeginn etwa die Hälfte ihres Werts verloren. So viel wie kaum eine andere Währung. Die Unzufriedenheit darüber wächst. In Istanbul und Ankara gab es in den vergangenen Wochen immer wieder Proteste. Die Demonstranten forderten den Rücktritt der Regierung. Viele machen Präsident Recep Tayyip Erdogan für die Währungskrise verantwortlich. Jedes Mal, wenn er die türkische Notenbank unter Druck setzt und Zinssenkungen fordert, stürzt die Lira weiter ab. Wirtschaftsfachleute warnen davor, dass die Inflation außer Kontrolle gerät. Und die sogenannten normalen Leute müssen dafür buchstäblich den höchsten Preis zahlen. Ich habe gerade 200 Lira bezahlt. Für ein paar Kilo Obst, eine Packung Eier und ein Kilo Käse. Das ist doch eine Schande. Die Regierung sagt, sie hätten einen Plan. Den sehe ich nicht. Aber wir können uns immer weniger leisten und müssen leiden. Ich will einfach nur weg aus der Türkei. Ich sehe hier keine Zukunft. Die Wirtschaft ist am Boden, die Inflation ist viel zu hoch. Präsident Erdogan aber beharrt auf seinem Standpunkt. Niedrige Leitzinsen seien das richtige Mittel gegen Inflation. Auch wenn ihn die Realität seit Monaten eines Besseren belehrt. Was wir machen, mag politisch riskant sein. Aber für unser Land und unsere Nation ist es der richtige Plan. Hayriye Çelik kennt sich nicht aus mit Zinsentscheidungen und Inflation. Sie sagt, sie könne nicht einschätzen, welcher Plan der richtige ist. Aber eines weiß sie sicher. Mit Geld, das immer weniger wert ist, kann sie auf Dauer nicht für ihre Familie sorgen. Ich möchte darüber sprechen mit dem Wirtschaftswissenschaftler Erdal Yalçın. Er ist Professor für internationale Wirtschaftsbeziehungen an der Hochschule Konstanz und Research Affiliate am Kiel-Institut für Weltwirtschaft. Hallo. Hallo. Wohin geht das noch? Welche Dimension nimmt das an in der Türkei, die Armutsfalle, Inflation? Die negativen wirtschaftlichen Konsequenzen für die türkische Bevölkerung sind ohne Übertreibung dramatisch. Man muss sich vor Augen halten, dass etwa 45% der türkischen Bevölkerung mit einem staatlich festgelegten Mindestlohn auskommen muss. Und dieser monatliche Mindestlohn lag zum Beispiel zu Jahresbeginn in Dollar ausgedrückt bei 380 Dollar. Heute liegt er, nachdem er vom Präsidenten persönlich erhöht wurde, bei 275 Dollar. Das heißt, die Hälfte der Bevölkerung in der Türkei erleidet eine massive Verarmung. Und diese Entwicklung ist eine Tragödie, deshalb eine Tragödie, da sie von der türkischen Wirtschaftspolitik maßgeblich verursacht wird. Aber versetzen wir uns mal in die türkische Regierung, in Erdogan hinein. Er sagt ja, sein Plan sei der richtige für die Türkei. Was genau bezweckt er mit dieser Notenbankpolitik?
Ja, in der Tat verkündet die Regierung einen Plan. Ziel ist es, die Lira zu schwächen, um die türkische Exportwirtschaft anzukurbeln und zugleich die Importe in dem Land zu reduzieren. Man möchte sozusagen ein chinesisches Wirtschaftsmodell in Europa kopieren. Und zugleich versucht man durch Regierungsverordnungen, die Schäden für die Bevölkerung klein zu halten, indem man das Einkommen eben erhöht. Nur so eine Politik ist nicht nachhaltig. Die Zinspolitik, diese Niedrigzinspolitik, feuert die Inflation an. Das erfordert staatlich verordnete Lohnerhöhungen. Das wiederum feuert die Inflation erneut an. Das heißt, es ist ein Teufelskreislauf, deshalb vom Staat zu verantworten. Die Türkei steuert mit dieser Wirtschaftspolitik systematisch in Richtung einer Finanzkrise. Und bedeutet das dann auch, dass irgendwann all diese Menschen, die sich jetzt schon Sorgen machen, dann auch noch ihr letztes Geld von der Bank holen wollen? Ja, wir sehen heute schon, dass die Menschen ihre Lira, wenn sie denn überhaupt Spareinlagen haben, in Fremdwährung anlegen. Mehr als 60% der Spareinlagen sind in den letzten Monaten in Dollar- oder Euro-Einheiten angelegt worden. Und schlimmer noch, es geht nicht nur darum, dass hier ein Bankenrun droht. Man muss vor Augen sich halten, dass die türkische Wirtschaft erheblich im Ausland verschuldet ist in Dollar- oder Euro-Denominierungen. Und je schwächer die Lira wird, desto höher wird auch die Last, die Schuldenlast für türkische Unternehmen. Und das erhöht zunehmend den Druck und die Gefahr eines Bankenruns, einer Finanzkrise. Andere Notenbanken in der Welt agieren anders in der Situation, um die Inflation zu parieren. Die Fed zum Beispiel in den USA will den Leitzins erhöhen. Die EZB hält ihn sozusagen bei Null. Wirkt sich das auch auf die Lage in der Türkei aus? Absolut. Ich meine, wir wissen heute, dass die Inflation nicht durch eine Reduktion, sondern durch eine Erhöhung der Leitzinsen, wenn überhaupt, schnell wieder unter Kontrolle gebracht werden kann. Und wenn jetzt in Europa, in Amerika die Geldpolitik anzieht, dann erhöht das den Druck auf die türkische Lira noch mehr. Und insbesondere, wenn die türkischen Leitzinsen nicht angepasst werden, also erhöht werden, dann wird die Schere immer weiter auseinandergehen. Die Inflation wird noch stärker anziehen in der Türkei. Das heißt, die Menschen verärmen noch stärker. Das kann so nicht nachhaltig sein. Die Türkei droht wirklich in eine schwere Finanzkrise zu gleiten. Einschätzung des Wirtschaftswissenschaftlers Erdal Yalcin. Vielen Dank dafür. Gerne.